Seitdem ich denken kann, denke ich irgendwie an Fische. Ich würde sagen, dass das so intensiv ausgeprägt ist, dadurch, dass ich mich eigentlich ja, beruflich wie privat und auch beim Abendessen mit Fischen auseinandersetze, sodass es einfach ein integraler Bestandteil meines Lebens ist. Das war tatsächlich so, dass wir familiär immer in Spanien Urlaub gemacht haben. Meine Mama ist Spanierin und ich fand das einfach als 4-5-Jähriger hoch spannend, da diesen Anglern zuzuschauen. Das hat mich einfach fasziniert. Irgendwann haben meine Eltern mir dann eine Angel geschenkt und ich hatte dann irgendwann riesen Karteikästen voller Schnipsel von Angelzeitungen, wo dann alles zum Aal oder zum Karpfen oder zum Hecht drin stand. In Binnengewässern ist es tatsächlich so, dass die Angler dominieren. Wir haben zum Beispiel in Deutschland 3 bis 4 Millionen Personen, die jedes Jahr angeln gehen. Wir haben über 10.000 Angelvereine, die die Gewässer bewirtschaften. Also entsprechend wirken Angler hier auch in der Gestaltung von Gewässern. Und wenn wir uns jetzt die Fischfänge anschauen, dann haben wir etwa einen Fischertrag von 45.000 Tonnen, die die Angler jedes Jahr aus den Gewässern holen. Und das ist etwa 10-mal mehr als in der kommerziellen Fischerei in den Binnengewässern. Also es ist deutlich dominierend und entsprechend aus fischereiwissenschaftlicher Sicht auch der Sektor, den man eigentlich am intensivsten untersuchen müsste. Und wir untersuchen alle Fragen, die mit der nachhaltigen Nutzung zu tun haben. Also einerseits, wie Fische reagieren auf Befischung und Beangelung, aber auch wie Angler und Bewirtschafter reagieren, wie sie Entscheidungen treffen, nach welchen Kriterien Gewässer ausgewählt werden. Und entsprechend sind unsere Projekte eigentlich immer an dieser Schnittstelle, dass wir versuchen, soziale Aspekte mit den biologischen zu koppeln. Irgendwann habe ich entschieden, ich möchte eigentlich immer die Leute von Anfang an mit involvieren und eben gemeinsam Wissen zu produzieren. Wir bringen wissenschaftliches Wissen rein, die Praktiker bringen ihr Erfahrungswissen ein und zusammen machen wir eben Experimente auf einem ökologisch realistischen Niveau. Und das ist eben wissenschaftlich toll, weil man wiederholt generalisierendes Wissen produzieren kann, was man wissenschaftlich gut verwerten kann, auf der anderen Seite aber auch wirklich Kompetenzschärfung betreibt, Praktikerwissen schärft und die Leute auch für Wissenschaft sensibilisiert. Eigentlich war ich gleich Feuer und Flamme dafür, weil es ist einfach mal zu sehen, was hier überhaupt passiert mit den Fischen oder was ist das für ein Potenzial überhaupt ist, was wir nicht kennen. Das ist Wahnsinn eigentlich. Wir fliegen auf den Mond oder was und da hier wissen wir nicht, was passiert ungefähr. Das ist so eine herzliche Art, die er an sich hat. Und auch, dass er mir auch zuhört und sagt, jawohl, was hat der zu sagen und das auch annimmt. Das ist schon Wahnsinn. Also tatsächlich hatte ich vorher zu keinem anderen Wissenschaftler Kontakt gehabt. Das kam wirklich erst durch Robert. Und ich sehe das jetzt alles ein bisschen anders. Ne? Vorher, klar, ich bin auch rausgegangen, wenn wir eine Fische fangen, aber habe mir vielleicht nicht ganz so die Gedanken gemacht, dass ein Fisch, den ich jetzt irgendwo fange, wie ist der gewandert, wie ist die Genetik? Erst durch Robert kam dann halt auch bei mir das Interesse. Und da kriege ich halt sehr, sehr viele Informationen, die für mich selber auch wichtig sind, weil ich einfach den Fisch auch besser verstehen kann. Per Definition sind die Fischereiwissenschaften anwendungsorientiert. Und es nützt mir nichts, wenn ich einen tollen Hirschfaktor habe und sonst welche Publikationen auf meiner Liste, wenn ich nicht sozusagen für mich selbst auch den Anspruch erreiche, dass das dort ankommt, wo es gebraucht wird. Und ich weiß aus der eigenen Erfahrung als kleiner Junge, der geangelt hat, dass da Menschen sind, die wollen wissen, wohin der Karpfen schwimmt. Und was passiert, wenn ich einen Fisch fange und wieder zurücksetze? Stirbt der? Überlebt der? Lernen die Fische, wenn ich die angel und zurücksetze zum Beispiel? Wie funktioniert Fischbesatz? Ich weiß einfach, dass dort Leute sind, die das interessieren. Es ist mein Anspruch, dort auch anzukommen. Wir haben also zusammen Konzepte entwickelt, wie wir die unterschiedlichen Zielgruppen am besten ansprechen können. Und bespielen dann eben ganz, ganz viele Kanäle von den sozialen Medien, zu Vortragstourneen wirklich in den Landgasthöfen, face to face. Ne? Direkter geht's nicht. Oder Publikationen auf Deutsch zum Beispiel wie Richtlinien für Behörden bis hin zu Dingen wie Comics. Oder der Versuch eben niedrigschwellig Botschaften zu vermitteln. Also ich bin sehr aktiv, mache das sehr gerne abends nach der Arbeit, mich hinzusetzen und eine Kolumne oder einen kleinen Artikel zu schreiben für normale Angler oder Naturschützer in der Angelzeitung. Ich muss mit den Menschen auf Augenhöhe mich begeben wollen und auf Augenhöhe kommunizieren, dass man nicht von oben herab belehrt.
sondern dass man sich auf eine Reise begibt, zusammen zu lernen. Und mit dieser Haltung erreicht man einfach Akzeptanz und Vertrauen. Und man kann dann irgendwann auch sehr kritische Dinge anmerken. Grundsätzlich ist mir wichtig, dass wir mehr miteinander reden, mehr aufeinander zugehen. Im konkreten Beispiel gibt es sehr stark ideologische Konflikte aus Naturschutzsicht und Fischereisicht. Ich finde, die sind häufig sehr unproduktiv, weil eigentlich beide Parteien das Gleiche wollen, nämlich artenreiche, gesunde Landschaften oder Fischbestände, aber aus ideologischen Gründen häufig aneinander vorbeireden oder durch schlechte Kommunikation das Klima versauen und man dann sehr schlecht wieder an einen Tisch kommen kann. Also wenn da das Klima sich einfach ändern würde der Kommunikation, wäre ich wirklich sehr froh, weil wir sehr schöne Forschung machen können und gleichzeitig auch wirklich Veränderungen und Verbesserungen im Sinne einer nachhaltigen Umwelt erreichen können. Und ich finde, das sind zwei hehre Ziele, die ich mir für die Zukunft wünsche.